habe die Ehre miteinander zu einer neuen Folge von Weidejagd. Wir sind fertig und heute geht es darum, wie wir den Unterstand gebaut haben und was wir uns dabei gedacht haben. Viel Spaß dabei! Knapp ein Jahr ist vorbei. Nicht mal ein Jahr. Wir haben im Juli letztes Jahr begonnen. Jetzt ist Ende Mai und wir sind fertig. Unser Unterstand ist ready for the Yaks. Wunderschön. Alles fertig. Unterstand ist da. Heu ist da. Wasser ist da. Die Tiere können kommen. Bis das Ganze natürlich so ausgesehen hat, hat es echt viel Kraft, viel Zeit gekostet und auch Geld. Aber wir haben es geschafft. Tatsächlich eine kleine Punktlandung. Es ist Ende Mai. Wir wollten die Tiere im Mai haben. Und wann bekommen wir sie? Ende Mai. Also es ist noch ein Tag dann im Mai. Wir haben es echt auf den Punkt geschafft. Ich zeige euch jetzt mal nochmal einer kleinen chronologischen Rückschau. Wie haben wir das Ganze gemacht? Was haben wir uns dabei gedacht? Und den Zaun werde ich auch nochmal ansprechen. Ja, fangen wir doch mal an mit der Infrastruktur. Wo sind wir hier eigentlich und was haben wir uns hier mit dem Ort eigentlich gedacht? Wir sind hier direkt an unserem Wohnhaus. Das ist unser wunderschönes Strohhaus, das wir 2017 gebaut haben. Und direkt angrenzend hatten wir hier halt immer eine Ackerfläche von 2,5 Hektar. Da haben wir jetzt Wiese angesät, zum Teil, komme ich später noch dazu. Und das war natürlich der perfekte Platz, hier unseren Unterstand, unsere Base aufzubauen. Ganz einfach auch aus dem Grund, Wasser und Strom hierher zu legen, war einfach der geringste Aufwand von allen. Wir wollen ja eine ganzjährige Weidehaltung und da ist es uns natürlich auch wichtig, dass wir die Tränkebecken beispielsweise beheizen können. Ja, dass man Licht halt da auch hat und das war hier einfach sehr, sehr praktisch, dass wir das hier auf dieser Fläche machen. Dann haben wir irgendwann im Juli letztes Jahr, nachdem hier der Weizen abgedroschen war, die Fläche abgezogen. Großflächig. Wir haben hier ein Grundmaß von 8 auf 10 Meter von dem Unterstand und haben drumherum noch ein bisschen gepflastert. Das heißt, wir mussten hier schon einiges wegschaffen. Man sieht es nicht ganz so, aber es ist schon ein Abfall in der Fläche drin, ein Gefälle. Und das war dann schon ein bisschen auffüllen und hin und her und überlegen, wie setzen wir es eigentlich, dass wir dann am Ende wieder hier auf dieses Niveau von der angrenzenden Fläche eben wieder hinkommen. Ja, wir haben dann selbstständig die Fundamente für die Mauern gemacht. Wir haben hier eine L-Wand hier hinten gemacht. Hier ein kleines Mäuerchen nochmal. Da drauf steht dann alles. Haben das letztes Jahr noch gemauert. Die Raufe hinten ist 20 cm erhöht, damit die Tiere hier natürlich optimal dann das Futter, das Heu aufnehmen können. Und das haben wir dann auch noch letztes Jahr gemacht. Die Randsteinplatten gesetzt, sind 50 cm tief. Also haben auch schon, sind ein bisschen im Boden drin. Und haben dann hinten aufgefüllt, haben gepflastert. Und das war's dann halt. Wir haben noch eine wichtige Sache, haben wir letztes Jahr noch gemacht, die uns, glaube ich, echt den Arsch gerettet hat. Das war, dass wir die Grundleitungen hergelegt haben. Wir haben ja hier hinten Strom und Wasser. Und natürlich an den einzelnen Tränkebecken. Und das Ganze haben wir bezogen vom Haus. Sind hier ungefähr hier hinten weg mit Strom und Wasser und haben hier aufgebaggert und sind hier hoch und dann da hinten hin. Das haben wir Gott sei Dank letztes Jahr noch im, ich glaube es war sogar schon November gemacht, in der spontanen Hauruck-Aktion am Wochenende. Ja, das hat uns echt viel geholfen, weil wir haben dann weitergemacht im Februar und das hätten wir dann wahrscheinlich diese Erdarbeiten im Februar nur schwer geschafft.
Deshalb, das war echt gut, dass wir das noch hingekriegt haben. Ja, dann begann das ja eigentlich, wie gesagt, mit dem Pflastern hier hinten. Und dann ging es schon los im April. Ja, im April haben wir dann angefangen, den Bau aufzustellen, den Rohbau quasi. Das ganze Holz, das wir haben, haben wir auch im Frühjahr sägen lassen, trocknen lassen. Das ist aus dem eigenen Wald alles, teilweise Käferholz vom letzten Sommer, aber auch frisch geschlagen dann im Dezember und Januar. Haben das Ganze dann aufgestellt. Das hat dann eine Bretterlage, hat dann eine Absperrband drüber und ist mit Ziegeln gedeckt, einfach aus optischen Gründen. Das ist, wie gesagt, unsere Homebase. Man könnte das auch einfacher und ja, deutlich effizienter auch kosten und bauintensiv, also effizienter machen. Aber es ist, wie gesagt, unsere Homebase. Es ist jetzt nicht auf irgendeiner Weide ein kleiner Unterstand, sondern das ist halt auf unserer Hausweide. Deshalb haben wir uns da ein bisschen gedacht, wir wollen das schon schön machen. Und haben das Ganze dann eben aus diesem Grund auch mit Ziegeln gedeckt. So, und dann, nachdem das gedeckt war, habe ich das Ganze noch schön verschalt mit der klassischen Bodendeckelschalung. Und klingt jetzt nach wenig, dann war das Ding eigentlich schon fertig. Aber es war wirklich jetzt die letzten Wochen, Monate zu allem nebenbei natürlich volles Programm bis in die Abendstunden. Ja, dann haben wir hier noch unser Fressgitter, unsere Abtrennung mit dem Nackenrohr, den wir hier haben. Die ist zweigeteilt. Bisschen Elektrik, bisschen Lampen, dass es schick ist. Und fertig. Dann war der Unterstand durch. Ja, eigentlich ganz einfach. Ah ja, was man noch dazu sagen kann, von den Ausmaßen, wir haben hier 8 Meter in der Breite. Das heißt, wir haben 4 Meter hier vorne, 4 Meter hier hinten. Und dann ist das Ziel, dass wir hinten schon eine größere Menge Heu lagern können. Wir haben normalerweise 1,20 Meter breite Ballen. Die sind jetzt ein bisschen breiter, die haben wir jetzt gekauft. Aber wenn wir selber pressen, dann sind sie ein bisschen schmäler. Und dann geht da auch wunderbar 2 nebeneinander und wir haben hier Platz, das dann auch noch schön einzufüttern. Und deshalb hier haben wir es ein bisschen breiter gemacht, damit man einfach das da hinten auch gut nutzen kann. Auch zum Lagern von Heu. Ich kann ja auch mal einen Bulldog abstellen, also das geht alles gut. Ja, und dann im Grunde war es das schon. Mehr haben wir hier gar nicht gemacht. Zwischendrin haben wir noch die Säulen, die Fundamente, die haben wir noch gegossen. Ja, das war es dann eigentlich schon dazu. Mehr ist es nicht, es war auf dem Arbeit, aber am Ende sieht es wieder wie immer nach wenig aus. Und natürlich, wie immer, wenn es was zu feiern gibt, hängt man Luftballons auf. Nein, das sind keine Luftballons. Und ich glaube, jetzt halten uns die Nachbarn für völlig irre. Das sind keine Luftballons. Das sind tibetische Gebetsfahnen. Wir haben Rinder aus Fernost und sind jetzt dem ganzen Thema auch sowieso nicht abgeneigt. Das hat jetzt nicht nur was mit den Yaks zu tun. Aber das soll ein ja, schon auch mit Sinn, ein Schutz, ein energetischer Ort auch sein für die Yaks. Und das sind Gebetsfahnen. Da stehen Wünsche und Gebete drauf. Und quasi mit jedem Windzug, der durch die Fahnen weht, geht dieses Gebet, geht dieser Wunsch gen Himmel. Und ja, da wird dann entschieden, was man damit macht mit dem Wunsch. Aber ja, so der Plan und es macht es einfach auch ein bisschen schöner. Sie sind schon noch sehr leuchtend. Sieht echt aus wie so eine kleine Geburtstagsparty. Aber wenn die mal so ein bisschen eingewittert sind und abgeranzt sind, dann hat es auch. Ist es super. Jetzt leuchtet es schon sehr. Ja, für alle die denken, dass die dann morgen weg sind. Nee, die bleiben hängen. Gut, dann kommen wir nochmal dazu. Was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Wie wollen wir das überhaupt machen? Und warum steht es da, wie es stehen soll? Und was macht ihr da eigentlich? Also wir haben hier unseren Notballer ab. Hier unseren Eingang. Hier kommen wir rein. 6 Meter Tor. Und können dann hier einfahren. Da haben wir hier einen einfachen, wunderschönen Schnellvorhang. Das ist echt ein tolles Ding, habe ich beim Grimhof im Vlog gesehen. Einfach nur mit dem Spanngurt hier lösen. Dann können wir hier ein bisschen nachziehen. Zack. Und mit einer Hand ist das immer so eine Geschichte. So. Und dann ziehe ich das Ding auf. Oder schiebe ich es auf. Und fertig. Schnellfahren auf hin. Also echt schönes Ding.
Wir können hier einfahren, können unser Heu lagern. Und das hier ist auch noch der Bereich, wo wir tanzen können. Hier hinten können wir auch noch tanzen. Da ist hier hinten dann abgesperrt, da haben wir noch ein paar Paneele gelagert. Und dann ist aber unser Bereich auch schon fast weg. Das hier können wir dann abhängen. Darüber. Und dann ist hier zu. Und jetzt stehen wir da, wo die Yaks sein werden. Was haben wir uns dabei gedacht? Also das ist ja kein Stall, das ist ja ein Unterstand. Yaks kann man ja ganzjährig draußen auf der Weide halten. Sollte man noch niemals in einen Stall stellen. Also das ist für die Tiere absolut ungeeignet. Und hier haben sie einfach Platz, trockenes Futter, trockenes Heu aufzunehmen. Ansonsten sind sie hier auf der Weide. Und das ist eigentlich der einzige Grund dafür, dass wir hier einfach einen trockenen Unterstand haben und wie gesagt, soll auch ein kleines, schönes, repräsentatives Häuschen für die Yaks sein. Deshalb auch ein bisschen schöner gemacht. Dann haben wir hier auch natürlich Tränkebecken. Diese Tränkebecken sind alle beheizbar, weil wir das dann auch im Winter ganz normal betreiben wollen, ohne dass wir da jeden Tag quasi frisches Wasser hin tun sollen. Und da unten ist auch nochmal ein Tränkebecken. Hier dieses Tränkebecken, es würde jetzt am Anfang wahrscheinlich eines reichen. Dieses Tränkebecken ist aber dafür da, wenn mein Tier erkrankt, kann ich hier einfach mit Paneele alles abstellen und es hat hier in Ruhe sein Trinken. Und später irgendwann, wenn es mehr sind, ist es natürlich auch cool, wenn hier noch ein zweites ist. Da unten ist dann das ganz normale Tränkebecken. Und hier haben wir nochmal eins vorbereitet. Da liegt Wasser und Strom soweit schon drin, können wir sofort ein Becken draufschrauben und los geht's. Warum haben wir das gemacht? Einfach aus dem Grund, wir haben eine Zucht. Wir kriegen jetzt 5 Mädels und einen Bub. Die sind 12 Monate alt, die sind mit 18 Monaten dann geschlechtsreif. Und wenn alles gut läuft, 12 Monate später, gibt's Nachwuchs. Je nachdem, wie der Nachwuchs ausfällt, müssen wir früher oder später hier mit 2 Herden arbeiten. Das heißt, wir müssen diesen Unterstand für 2 Herden bedienen können. Die müssen wir trennen voneinander. Ganz einfach, ja, denke ich, kann sich jeder denken, inzuchttechnischen Gründen, gesundheitstechnischen Gründen, müssen sie irgendwann mal getrennt werden. Deshalb können wir das hier einfach von diesem Mittelposten hier abstellen, noch ein bisschen weiter, zack, und dann gehen wir hier mit Paneele raus und haben hier 2 separate Eingänge für die Tiere. Und dann braucht diese Gruppe natürlich auch nochmal Wasser und deshalb gibt es hier diese Vorbereitung fürs zweite Tränkebecken. So der Plan. Was auch noch wichtig war für uns, ist, dass die ein bisschen Sichtschutz haben, die Tiere. Wir sind hier zwar jetzt in einer Hauptverkehrsstraße, aber schon an einer stark frequentierten, vor allem für Wanderer. Wir wollen hier offen sein für alles und jeder ist immer herzlichst willkommen, vorbeizuschauen, Fragen zu stellen, die Tiere zu beobachten. Alles natürlich in respektvollem Abstand, so dass es den Tieren auch gut geht. Aber wir haben hier zur Straße hin einen kleinen Sichtschutz uns errichtet. Und hier oben auch nochmal einen kleinen Erdwall. War eigentlich ganz einfach, das war der Aushub hier oder ein Teil des Aushubs, alles macht deutlich mehr, dass wir einfach einen kleinen Sichtschutz haben. Das haben wir ein paar Haselnüsse, ein paar Weiden drauf gepflanzt. Das wird dann auch mal ein schöner Schattenspender für die Tiere. Ja, so haben wir uns das gedacht und hoffen, dass das auch aufgeht. Kommen wir zu einem ganz wichtigen Teil, und das ist der Zaun. Die Tiere müssen natürlich eingezäunt sein, so friedvoll und entspannt sie sind. Ich würde ein paar Menschen Angst haben, wenn die Yaks hier rumrennen. Deshalb haben wir hier einen Zaun natürlich errichtet, einen Elektrozaun. Der ist jetzt erstmal vorläufig. Wir haben hier von diesen 2,5 Hektar erstmal, ich glaube, 06, 07 Hektar angesät. Letztes Jahr schon. Die können wir auch schon beweiden dieses Jahr. Da oben, das ist ja noch frisch. Insgesamt soll das aber mal komplett eingezäunt sein. Diese 2,5 Hektar mit einem Festzaun, mit einem dreiläufigen Drahtzaun. Wie gesagt, das wird oder soll unsere Haus- und Hofweide bleiben. Deshalb wird da ein Festzaun errichtet. Da wir jetzt aber das noch nicht konnten, beziehungsweise ich jetzt diese Fläche, bevor ich sie angesät habe, nicht irgendwie befahren wollte und abstecken und Pfosten rein, sondern das soll jetzt mal anwachsen und dann, wenn das mal fest ist, dann können wir das, dann kommen da die anderen Pfosten noch rein. Bis dahin haben wir hier mit Rubinenpfählen gearbeitet. Hier natürlich das schlechteste Beispiel. Aber wir haben hier echt wunderschöne Pfosten bekommen. Wir haben hier 16 bis 18 cm starke Rubinen, Akazienpfähle, die halten ein Leben lang. Das geht optimal. Die haben wir eingerammt mit einer Pfahlramme.
Da hätte man auch sicherlich teilweise schwächere nehmen können. Wir haben natürlich an den Ecken, wenn man mal einen festen Drahtzaun spannt, braucht man das. Aber wir haben teilweise auch ein paar mehr gesetzt, einfach aus optischen Gründen. Uns soll es einfach gefallen, es soll auch schön sein. Wo Tore sind, sind natürlich auch solche. Und dazwischen haben wir dann einen ganz normalen mobilen Zaun gespannt, zweiläufig auf 60 und auf 90 cm Fiberglasstäbe dazwischen und fertig. Und das wird irgendwann dann wieder abgebaut, wenn wir quasi oben die ganze Fläche noch mit einzäunen. Genau, so der Plan mit dem Zaun. War am Ende dann auch, also es war ein Act, hier jemanden zu finden, der uns hier reinrammen kann. Aber dann das Spannen, und das ist ja jetzt kein großes Ding. Weidezaungerät haben wir hinten in der Werkstatt, am Privathaus oder am Wohnhaus dran. Ja, so der Plan. Und dann schauen wir mal, was dann ist. Die ersten Tage werden die Jacks ja sowieso hier auf der Fläche, deshalb stehen hier auch die Paneele, werden die hier auf der Fläche bleiben, die ersten zwei Wochen, um einfach sich an uns zu gewöhnen, die Umgebung, das neue Zuhause kennenzulernen, dass wir sie auch einfach ein bisschen kennenlernen. Und dann so nach zwei Wochen dürfen sie dann auch auf die Weide raus. Und bis dahin bleiben sie aber mal hier und werden mit Heu gefüttert. Und dann passt's. Ja, das war's soweit erstmal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Bau oder zum Thema Jagd, stellt sie uns gerne, schreibt sie in die Kommentare rein. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende noch. Ja, wir freuen uns auf unsere Tiere. Jetzt, das war es jetzt erstmal mit der Übersicht zum Unterstand. Aber jetzt ist die Frage, wann kommen denn die Jacks? Morgen. Morgen kommen unsere sechs Tiere. Wir sind mega gespannt, freuen uns riesig. Fühlt sich irgendwie so an, wie wenn man Nachwuchs bekommt. Wir werden bestimmt immer wieder nachts mal gucken, wie es den Tieren geht. Und sind mega gespannt, wollen morgen einen schönen, entspannten Tag verbringen und die Tiere hier herzlich willkommen heißen. Und dann geht der Alltag los. Also, wir halten euch auf dem Laufenden. Da gibt es natürlich auch nochmal ein wunderschönes Video dazu. Kann dann mal einen Tag dauern, bis es da ist. Wir müssen uns jetzt auch mal um die Tiere und um uns kümmern. War jetzt eine stressige Zeit. Und dann geht's weiter.